Ja, hallo liebe Leute, ich bin hier und willkommen zu einem weiteren Battleground-Commentary. Wurde sehr oft gefragt in letzter Zeit, ob ich mal den Demon Hunter spielen kann. Das können wir natürlich wieder mal machen. Der gute alte Jay Sizzle wird mal wieder ausgepackt und wir sind im Arati-Becken. Der ist leider noch sehr, sehr undergeared. Ist hier 208 Item-Level momentan erst. Spielen wir mit dem Feuerbrand Legendary, passen dazu natürlich mit dem Conduit. Dann spielen wir hier einmal Flüchtiger Blick. Einfach nur, weil es ein bisschen testen muss und sehr, sehr interessant finde, weil man einfach Damage jumpen kann. Dämonisches Erbe und isolierte Beute spielen wir gerade. Wir sind bei den Vent hier mit dem Demon Hunter hier, deswegen schauen wir erstmal, was wir hier gerade gleich Zerg-Damage pumpen können. Da laufen wir natürlich nicht rein. Wenn ich gesappt, ist aber nicht so schlimm, das sollten wir nicht trinken, weil wenn ich hier trinke, bin ich tot, nämlich im Kidney-Shot, deswegen definitiv nein. Dann würde ich sagen, wir gehen hier einfach mal rein. Kicken hier? Nein, wir kicken nicht, wir stunnen ihn direkt drauf. Schauen, dass er hier nichts durchcasten kann in der Zwischenzeit, das lassen wir irgendwie nicht ganz zu. Cagen ihn hier drauf. Schauen, dass seine Immunity weg ist. Wir sollten hier eigentlich ein paar Sachen hinlegen. Oh mein Gott, die Healer sind so weit hinten. Wir verlieren hier direkt die Base. Okay, das war sehr, sehr mies. Ich weiß nicht, warum wir so weit hinten standen. Gerade ich war bei der Flagge drauf, oder nicht? Oder war ich zu weit drinnen gerade? Das war schon mal kein gutes Opening. Ich habe halt, wie gesagt, nicht sehr viel Gear mit dem Demon Hunter. Deswegen bin ich halt leichte Beute hier. 26 Verse haben wir erst mit dem. Aber hätten eigentlich nicht instant sterben dürfen gerade. Anscheinend ist komplette Allianz oben, wie es aussieht. Und wir haben da nicht so viel Damage. Ich hätte halt pumpen sollen. Ich hätte direkt Jump usen sollen. Meta-Jump, weil da ist nämlich den halben Schaden gesprungen. Und irgendwie verfolgt mich dieser Schurke gerade. Der will mich hier gerade ein bisschen nerven, habe ich langsam das Gefühl. Als ob der mich die ganze Zeit einfach nur suchen geht. Wo ist denn der jetzt hier? Wir können den hier aufdecken. Schau mal. Wir können hier ein bisschen Damage in den guten Reihen pumpen. Gib mir einen Kidney Shot, vanished direkt raus. Okay, okay, okay. Der will anscheinend nur Basen klauen gehen gerade. Du kleiner Frechdachs. Okay, wir würden komplett gewiped oben. Da brauchen wir eh gerade nicht mehr zurückgehen. Nochmal aufdecken kann ich ihn nicht. Den Hunter dürfte aber auch einen Down kriegen. Der Hunter sieht mega low-geared aus, aber hat relativ viel HP. Gut, er hat full PvP-Gear halt am Start hier. Wir laufen mal weg und schauen, ob da hinten dann für einen Zap reingeht. Ich glaube es eher weniger. Warum liegen die Fallen eigentlich so weit weg von der Base gerade? Na, der läuft mir die ganze Zeit hinterher, Alter. Was soll das halt? Oh, jetzt zieht er CDs. Wir können ihn hier cagen. Schauen wir mal, was darauf benutzt. Sieht mir nicht so aus. Können ihn dann nochmal stunnen hier. Dann können wir für einen I-Beam gehen. Dann gehen wir hier für Evasion. Dann dashen wir einmal durch. Schauen wir mal, ein bisschen Damage mit am Start haben. Dann können wir hier nochmal jumpen. Dann haben wir den wenigstens mal down. Dann gehen wir hier nochmal rein. Stunnen hier beide. Schauen, dass wir hier ein bisschen drüber fahren, gerade über die beiden. Ich würde mal sagen, wir gehen eher auf den Hunter. Gerade Hunter ist meistens leichter zu killen. Okay, der will nicht. Der geht erstmal in seine Turtle rein. Will hier nachwachsen, Carsten. Haben Big Dash. Ging sich gerade nicht aus, den zu finishen mit dem Dash. Da müssen wir nochmal rein und so Seelenfragmente sammeln, ganz kurz. Da will er aber weg, da springen wir direkt wieder hinterher, dashen wieder rein. Schauen, dass wir Damage haben. Er läuft halt in unseren Zerg hier rein. Ist ihm das bewusst? Er spielt halt Heart of the Wild, das heißt, er pumpt gerade unendlich viel. Haben wir hier Healer? Wir haben hier nicht wirklich Healer mit am Start. Wir kicken aber den Chaos Bolt, kicken nicht. Da hat er uns erstmal gefaked, gerade der Gute. Dann können wir ihn hier nochmal cagen, ganz kurz. Dann haben wir einen zweiten mit drauf. Der Warlock wird ja hart gecarried von seinem Support, Alter. Das ist, glaube ich, die sind irgendwo in der Gruppe dabei. Sonst wird der nämlich hier seinen, den ganzen Stuff kriegen nebenbei. Dann springen wir nochmal durch. Nochmal zurück. Convoke geht an. Wir gehen mal ein bisschen auf den Druid. Wobei ich eigentlich nicht unbedingt am Druid bleiben will, sondern eher für den Warlock nochmal gehen will. Denn der Warlock macht sonst da hinten, was er will die ganze Zeit. Und das wollen wir natürlich nicht. Das heißt, wir sticken uns auf den Guten hier. Dann starten wir ihn hier wieder. Können wir hier wieder für I-Beam gehen. Aber der wird wahrscheinlich gepumpt werden bis zum Anschlag halt. Können vielleicht Dashkill? Oh, Big Snipes hier am Start. Gehen wir direkt wieder in den Debuff. Meter haben wir noch länger nicht am Start. Wir können hier nochmal Sühne ganz kurz kicken. Dann können wir ihn drauf stunnen, weil er hier nämlich gerade Shield CD anhatte. Oder habe ich mir das eingebildet? Ich glaube, ich habe es mir eingebildet. Können hier Spell stealen? Kriegen wir natürlich nicht. Ja, sehr, sehr ungut. Aber kriegt Heal Reduce. Sehr, sehr schön. Vielleicht kriegen wir genau genug Schaden rein, dass wir snipen können. Können wir nicht snipen. Ja, die ist nicht so gut. Wir sticken einfach ein bisschen auf den Pali hier. Wir haben halt vier Base, also wir sind mehr als fein gerade. Schauen aber vielleicht überhaupt auf den Schurken switchen hier. Nachdem er vorhin auf lustig gemacht hat. Sacrifice geht raus. Wir kicken das hier instant. Dann hoffen wir, dass der ein bisschen darüber geht. Das wäre gerade mega nice, wenn der ein bisschen da auf die Seite gehen würde. Das ist perfekt hier, wenn er hier drüben spielt nämlich. Oh, wir gehen glaube ich auf den Priester. Hier wird jumpen auf ihn drauf. Schauen, ob wir hier ein bisschen pumpen können. Haben gut Schaden am Start gerade. Schaden am Start. Was war jetzt? Ja, jetzt los. Egal. Vergesst das. Irgendwie kriegen wir den auch nicht tot. Hier sind halt nur Heiler gerade. Hier sind halt einfach nur Heiler überall. Was ist hier halt gerade los?
Könnt ihr hier nochmal Diva? Wir kriegen halt keinen Down hier, nicht in 10 Jahren halt. Können wir nochmal mit I-Beam durchfahren. Schauen, ob wir vielleicht den Vari killen können. Die DPS killen wäre halt nice, weil jetzt kommen halt die ganzen Defensives von den... Von den DDs hier. Vielleicht auch ein Bersi. Ich glaube, ich gehe einfach mal ganz kurz die Base da hinten safe, oder? Oder haben wir das schon? Ich glaube, die haben wir schon. Ich sehe keinen CC auf ihm. Doch, der Trap nochmal einer. Schauen, dass wir da durchgehen können. Wir schauen mal ganz kurz, wo dieser Hunter hier rumlungert. Da sehen wir ihn auch schon. Das ist sehr, sehr mies. Dann stunnen wir ihn hier direkt. Dashen hier gleich drauf. Schauen, dass wir den so schnell wie möglich killen. Stunnen nochmal, damit er ja nicht in die Detta reingeht. Damit wir ihn hier down haben. Und dann looten wir ihn, so dass er hier nicht nochmal spawnen kann. Und dann gehen wir wieder zurück zum Main-Zerg, würde ich mal sagen. Mounten hier nochmal auf. Jetzt haben sie die Base getappt? Wie? Was? Ich gehe eine Sekunde weg. Tap geht durch. Was? Haben wir das noch? Doch, das kriegen wir wieder. Das kriegen wir wieder. Wie ging hier der Tap durch? Das sind alle Leute einfach beinhart. Das geht ja gar nicht mehr klar gerade. Ja, nochmal Lars Sandbrock ist aber down. Sollten wir jetzt langsam kriegen. Ich glaube, die Eule antitappt hier noch ein Weilchen. Na, es hat einer. Wunderschönes Ding, wunderschönes Ding. Das ist ja zum Mäusemelken ist das hier gerade. Den da hinten wollen wir nicht unbedingt komplett regen lassen. Deswegen hauen wir gleich wieder eine Gläfe rein. Was wir dann noch machen, ist ihn zu cagen hier. Dann können wir vielleicht den anderen killen. Können wir auch nicht. Bam, bam, bam. Wir legen hier mal ganz kurz eine Darkness. Denn ich kriege hier massiv ins Gesicht gerade. Und das wollen wir natürlich nicht. Deswegen dashen wir nochmal durch. Gehen jetzt auf den... Druid kriegt gut Heilung hier. Wir können nochmal komplett weggehen hier, weil braucht unbedingt Heal hier. There we go. Da haben sich die Healer leider selber nicht bewegt. Aber ich würde gerne den Zerg hier mal clearen, bevor wir überhaupt irgendwo anders hingehen. So, jetzt können wir wieder weggehen hier. Jetzt können wir mal ein bisschen moven. Wir sehen, dass ein Hunter gerade ins Gesicht kriegt. Und das ist der bei Hof. Das heißt, Hof ist gleich mal wieder weg hier. Haben wir hier einen Bersi? Haben wir keinen, aber Hof sehen wir schon. Vari hat gerade den Ding komplett gefarmt. Schauen wir, ob wir hier abkürzen können, indem wir drüber springen. Geht sich natürlich nett aus. Schauen, dass wir hier gleich mal reingehen gegen die ganzen Schurken. Die buffen hier alles, wenn es geht. Oh mein, ich bin so tot, ich bin so tot. Ich hätte unbedingt zuerst stunnen sollen, gerade ich hätte unbedingt stunnen sollen. Ich hätte dich so zerreißen können, hätte ich meinen... Mein Jezorn hergenommen, damit ich halt Chaos Nova machen kann. Ich bin am überlegen, ob ich wieder Ding spielen soll. Anstatt Teufelseruption für PGs zumindest entfesselte Macht. Aber Teufelseruption ist halt auch so gut im Single-Target immer. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Also ich habe auf jeden Fall gut Damage gepumpt gegen die. Die waren fast alle instant down. Da müssen wir schauen, dass wir da nochmal irgendwie besser unterwegs sind gerade. Da sieht man auf jeden Fall, wie derart Ding pumpen kann teilweise. Also Vent hier. Das ist halt abnormal, wie viel Damage da eigentlich rausgeht. So, die haben uns in der Zwischenzeit die Base geklaut, aber die zwei Schurken lurken da unten drum. Ich glaube, wir lassen die Schurken einfach machen. Die sollten sich auf jeden Fall wieder kriegen, oder nicht? Na, die defen jetzt zu dritt da unten. Aber der hat halt kein Gear. Also der eine hat kein Gear. Der ist nutzlos. Der ist ziemlich, ziemlich nutzlos. Wenn er den CC, ich kann den anderen killen halt. Aber das ist so ein Holy Pally. Das ist halt ein Holy Pally. Hat er schon geopend? Er hat schon geopend. Jo. Cagen hier kurz. Dann gehen wir hier für einen Tap. Vielleicht kriegen wir es einfach. Nein, der Warlock ist natürlich instant am Deffen hier auch. Können schauen, dass wir hier gleich Schaden reinpumpen können. Dann würde ich sagen, wir können ihn hier gleich nochmal Single Target stunnen ihn hier alleine. Und da kommt schon wieder der komplette Support direkt runter. Kompletter Support ist schon wieder mit am Start hier. Der ist schon wieder hinterher. Schauen, dass wir ein bisschen Uptime halten können. Wir kriegen eine Melee-Bubble. Die brauchen wir eigentlich nicht wirklich. Wir müssen was anderes holen. Wie ist die Schmiede jetzt weg? Was? Was ist dieses PG, Alter? Hier gehen die ganze Zeit irgendwelche Ninja-Taps durch. Hey, Mann. Ich glaube, die Mine lassen wir, weil sie haben schon Respawn und da können wir nicht viel machen. Aber der Rogue hat in der Zwischenzeit die andere Base gestealt. Der Rogue gewinnt aber sein 1v1, oder? Okay, dann gehen wir lieber für die Schmiede und schauen, dass wir die Schmiede safen können, bevor sie die eingenommen haben. Und dann würde ich am ehesten gleich wieder zum Rogue gehen. Wobei beim Rogue kommt ein Krieger-Ink. Kriegen wir das hier schon? Ich glaube, das haben wir. Okay, ich gehe direkt zum guten Schurken rüber. Schauen, dass wir hier supporten könnten, wenn es geht. Dashen hier gleich rüber. Sollten da sein, sind da. Springen erstmal komplett fail durch die Gegend. Da ist ein Magier mit am Start. Wir können mal schauen, ob wir den hier gleich mal debuffen können. Dann können wir nämlich hier durchdashen, können ihn I-Beam. Dann können wir leider nicht ran. Wir können ihn aber Single Target stunnen. Dann blinkt er hier raus. Darauf geben wir ihm hier erstmal unseren Cage, damit er ja nichts machen kann in der Zwischenzeit. Dann können wir reindashen, können ihn hier direkt drauf kicken, können ihn einmal jumpen. Haben wir Big Damage. Ja, Zeitverschiebung drin. Kriege ich natürlich nett gesteelt. Er basht hier zurück, oder dasht besser gesagt zurück.
Schauen, dass er den Rogue... Okay, der Rogue zerreißt den eh komplett. Wunderbar. Schönes Opening hier am Start. Dann schauen wir mal, ob wir hier rüberspringen können. Dann können wir nämlich für den Hunt auch noch ganz kurz für den Clear gehen hier. Dann können wir nämlich den auch noch ganz fix killen. Dann kommt hier der nächste Hunter. Da wollen wir weg. Der hat nämlich schon alle CDs an. Ich weiß nicht, kann er den doch zappen gerade? Den kann er wahrscheinlich nicht zappen. Ich kann den aber stunnen. Nein, kann ich nicht. Er hat Immunity drauf. Heißt, wir gehen also mit rein. Stunne dann hier außerhalb. Kriegt den Bob. Die Bob ist purged. Hat aber Last Stand auch noch mit am Start. Da kommen wir leider nicht durch gerade. Das heißt, wir sterben hier höchstwahrscheinlich, denn ich bin noch im Stun und habe gerade nichts. Kann ich hier nochmal Immunen, kann das hier stealen, kann ihn kicken drauf. Musste leider raus. Ey, Mann, jetzt bin ich, whoopsie, jetzt bin ich aus meiner eigenen Darkness rausgedasht. Das war sehr, sehr dumm gerade. Das war wirklich sehr dumm und ich krieg's nicht. Okay, ich bin hier nochmal down gerade. Das war ein bisschen viele. Langsam wird's mysteriös, wie die Niner Tür den Hof verlieren. Da sind nämlich vier Leute dort und haben gerade den Tab durchgelassen. Ja gut, ich komme nicht mehr hinterher. Okay, wir haben das wieder eingenommen. Säge sollten wir haben, ziemlich sicher. Da kriegt keiner Schaden an der Säge oben gerade. Wobei, ne, der eine ist gestorben, never mind. Warte mal, wo geht er jetzt hin? Er geht nach unten, wir schauen mal, ob wir da helfen können. Vielleicht können wir die Base da unten klauen. Da wartet aber auch, die haben so viele Heiler einfach. Das ist ja abgöttisch, was die hier liefern können. Da unten deffen erstmal zwei Leute. Wir schauen mal, ob wir vielleicht den hier... Na, wir machen hier gar nichts. Wir laufen erstmal für die See... Ja, für die Stelle? Ich weiß nicht, ob ich für die Stelle gehen soll. Ich meine, ich kann es halt nicht so offensichtlich machen gerade, weil ich halt nicht weiß, was der Priester hier vorhat. Wir tun halt so, als würden wir da nicht rüber gehen, aber in der Wirklichkeit gehen wir darüber. Ist jetzt Hof wieder weg, oder was? Das kannst du keinem mehr erzählen gerade langsam. Das gibt's halt nicht mehr. Schau mal, er zappt den. Wir schauen, ob wir Trinket sonst CC'en können. Können das Trinket. Können den immer noch cagen. Dann können wir vielleicht hier rüber pushen. Können mit Damage machen gerade. I-beamen den weg. Pushen hier rüber. Schauen, ob wir den hier noch killen können. Dann gehen wir hier für den Insta-Tab. Vielleicht geht er für den Zap. Geh für den Zap, geh für den Zap. Er ist in Fight. Oh mein Gott, ich hab's. Beautiful, beautiful, beautiful. Da hat er zum Glück gebrainlagged, der Pali gerade. Ich dachte, er pusht instant mit Sprint drüber für den Zap gerade. Das kann er nicht tappen. Wir können aber hier leapen, können für Big Damage gehen. Haben hier I-Beam into Huge Dash. Dann können wir den hier einfach zerreißen, den jungen Herrn. So, jetzt müssen wir das nur ein bisschen halten hier zusammen mit dem Team, mit dem Rogue. Das könnte aber ein bisschen problematisch werden, weil ich habe gerade meine Meter gewastet. Das war jetzt nicht so schlau. Ich habe meine Meter gewastet und ich habe kein I-Beam mehr. Wir können kurz schauen, ob hier irgendwas rundherum stealth. Sieht mir nicht danach aus. Aber wir haben halt vorne den Spawn. Das heißt, die spawnen halt ganz vorne. Wir verlieren auch überall hinten und vorne gerade Leute. Das halbe Team ist tot gerade. Was passiert gerade? Das halbe Team ist einfach down gerade. Das ist auch nicht gerade gut. Vielleicht zappt er den. Ich würde lieber den Healer. Okay, er will für den Healer gehen gerade. Das ist ein bisschen problematischer gerade. Da kann ich nämlich nicht viel machen. Er trappt mich drauf. Können dann vielleicht ihn stunnen. Wir stunnen ihn hier. Er turtelt mit 3%. Oh mein Gott, wir stunnen hier nochmal hinterher. Das war leider komplett der. Das ist aber nicht so tragisch gerade. Kirin-Schock geht raus. Wir spellstealen instant, damit er sich hier ja nicht mehr healen kann. Und dann können wir hier hoffentlich den guten Hunt auch noch zerlegen. Wir haben schon wieder irgendwas verloren. Wir haben schon wieder den Hof verloren. Dieses BG ist sehr interessant auf jeden Fall. Das ist sehr, sehr interessant, was die hier abfeiern. Okay, der kennt mich. Der kennt mich. Wir haben noch irgendwas verloren gerade. Wir haben das Sägewerk verloren. Schmiede. Ne, war mein. Warte, Sägewerk haben wir nicht verloren. Schmiede haben wir verloren. Was ist bei Schmiede los drüben? Das ist auch nicht so gut. Wir haben aber Respawn hier. Jetzt müssen wir nochmal schauen, was die hier machen. Ich will gerade noch nicht verschieben. Ich will gerade noch nicht unbedingt verschieben. Wir schauen, dass er einen Zap wieder hinkriegt. Feuerbrand Aura ist halt so tricky als Demon Hunter, damit ich halt den Zap nicht breche hier. Das ist dann ein bisschen problematisch. May macht dann nochmal seine Immunity an. Heal Immunity. Ah, Heal Immunity. Kick Immunity. So, wir haben wieder zwei Basen. Drei Basen sogar. Okay, dann können wir sogar hier defen einfach mal. Dann können wir, glaube ich, hier weiter defen gerade. Wir führen noch mit 200 Ressourcen, aber das ist noch nett geworden. Das ist so knapp, weil wir in einer Tour eine Base verlieren. Ey, Mann. Das... Erste BG-Kommentare mit Demon Hunter hätte ich mir anders vorgestellt, wenn ich ehrlich bin. Der Hunter hat, glaube ich, langsam keine Lust mehr. Der scheint mir wegzurennen, wobei jetzt deft ein anderer mit. Wir schauen mal, ob wir vielleicht für Schmiede gehen können jetzt. Da läuft auf jeden Fall die Dämonfrau. Was ist die Aufgabe von der Dämonfrau? Komm her jetzt.
Den zerreiße ich jetzt. Wir trinken das Instant, gehen wir direkt den Debuff, dann Stun, weil hier gehen für I-Beam. Big I-Beam, Darkness ist raus. Da gehen wir erstmal raus, da habe ich gar keinen Bock drauf. Dann cagen wir das hier ganz kurz. Er ist selber raus, darauf ist er tot. War jetzt nicht so der Mega-Move. Da kann ich habe gerade ins Nix gekickt. Ich weiß nicht warum. Wir können aber den Damage hier backjumpen gerade. Dadurch haben wir die Damage-Verringerung. Und er tappt das. No! Mein Klefenwurf ging halt noch durch. Ich sage ja, das ist nicht vorbei. Wir haben schon wieder den Hof verloren. Der callt die ganze Zeit. Hof Inc. ist schon lange eingenommen halt. Ey, Mann. Gut. Das ist gar nicht gut gerade für uns. Das ist überhaupt nicht gut. Wir müssen schauen, dass wir jetzt unbedingt irgendwie mal eine Base hier kriegen. Wir brauchen mindestens die zwei Basen. Wer tappt halt hier andauernd? Ein Priester und was noch halt? Der Schurke oder was? Wir müssen schauen, dass wir das so schnell... Ich bin daneben gesprungen. Wir müssen schauen, dass wir das so schnell wie möglich hier eingenommen kriegen. Ich will den unbedingt killen gerade. Natürlich haben wir noch eine Evasion am Start mit hier. Schauen, dass wir den hier instant killen. Weg mit ihm. Dann schauen wir, wenn der was casten will hier, können wir ihn kicken. Sühne können wir perchen und dann können wir ihn hier killen. Damit haben wir das. So, jetzt müssen wir wieder mal hinne machen, damit wir hier mal irgendwo anders hinkommen. Ich hoffe so sehr, dass sie bei Mine spawnen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass sie bei Sägewerk spawnen. Zu 100% spawnen die Sägewerk. Da tappt schon wieder einer. Anti-Tap, bitte. wenn das jetzt durchgeht, dann weiß ich auch nicht mehr, was los ist gerade. Schau mal, was Dev da oben. Ich sehe gerade keinen zumindest. Wir versuchen hier mal mit reinzugehen. Gegen die Dämonfrau gehen wir nochmal an. Gehen hier für einen I-Beam. Stun ihn jetzt. Dann können wir den Low nämlich easier killen. Er kriegt nochmal den Instant Heal. Kriegen ihn gerade nicht down. Oh mein Gott, der pumpt hier gegen, Alter. Der pumpt halt gegen bis zum Anschlag. Der Holy Priest von denen carried halt gerade das ganze Team hier. Wobei, die sind schon wieder mit zwei Healern hier und haben relativ stabile DDs mit dabei. Wir verlieren das gerade. Also wir verlieren das seriously noch, glaube ich. Ich kann gerade nicht viel machen. Ich kann ja nochmal die erste an. Ich bin leider rooted. Jetzt konnte ich gerade nicht den Dash machen. Das war so unlucky gerade. Schauen, dass wir nochmal reingehen. Backjumpen hier vielleicht nochmal. Können das vielleicht kicken? Können wir nicht kicken? Wir schauen, dass wir wieder auf den Demon Hunter gehen. Demon Hunter disarmt uns. Will hier nochmal hinterher dashen. Wir stunnen ihn. Wir werden gestunnt. Haben jetzt aber Healer mit dabei. Vielleicht kriegen wir einen Down. Oh mein Gott, ich kriege gerade den Down. Nein. Oh, die holen so auf. Das ist so klar. Ich glaube, das wird ein knapper Los gerade. Ich glaube, das wird ein knapper Los jetzt. Außer unsere Rogues schaffen nochmal Ninja Tap gerade. Wenn unsere Rogues nochmal Ninja Tap schaffen, dann soll es easy win werden. Wenn nicht, aber ich habe das Gefühl, dass gleich wieder... Ja, Hof ist schon weg. Hof ist gone. Der ist schon wieder tot. Der hat noch nicht einmal irgendwas angesagt. Der Typ hat noch nicht einmal irgendeinen Call gemacht von irgendwas, was passiert. Da ist in einer Tour ist einfach der Hof weg. Okay, dann gehen wir für den Zerg. Das können wir nicht mehr gewinnen jetzt. Das ist aus. Der ist aus. Der legt einfach mal eine Trap hier hin. Der hat gar keinen Bock, sich mit mir zu matchen. Wobei, wir haben die Mine nochmal. Ich glaube nicht, dass ich das hier kriege. Wir können nur schauen, was hier im Stealth sittet. Da ist auf jeden Fall ein Rogue mit am Start. Wir können ihn rauscachen aus dem Stealth. Er trinket blinded einfach. Kann mich drauf zappen. Ich kann nichts dagegen tun. Also ich bin komplett dead hier. Komplett dead aus LS Gap. Er lässt kein Gap. Lass Gap. Oh mein Gott. Das geht's. Ich glaube, wir gewinnen, oder? Ich trage halt nichts mehr dazu bei, Alter. Es ist einfach nur noch, ich schaue nur noch auf die Punkte. Ja, ich glaube, wir haben gewonnen. Außer die Schmiede ist jetzt weg. Wenn die Schmiede jetzt random getappt wird, haben wir gerade noch verloren, by the way. Nein. Ich habe ein mieses Gefühl. Ich habe ein ganz, ganz mieses Gefühl. Oder? Wir springen nochmal. Sehe ich einen Tappen? Ich sehe keinen Tappen. Oh mein Gott, Alter. Was ein BG einfach nur. OMG. Hätte ich ein bisschen mehr Gear. Die haben auf jeden Fall 4 DDs, die ordentlich drücken. Der Vari mit 2,2 Millionen Damage. Der hat auf jeden Fall gutes Gear am Start. Bei uns sah es nicht ganz so rosig aus. Heal war eigentlich relativ gut, aber deren DDs haben ziemlich guten Fokus. Aber da waren zwei Leute waren in Gruppe, also tippe ich mal, dass so kleine Pre-Med war. Aber sehr solides BG. Ich hoffe auf jeden Fall, dass euch das erste BG mit dem Demon Hunter gefallen hat. Ja, träume mich dann nach oben. Wenn ihr noch Fragen habt, wie immer ab damit unten in die Kommentare. Vergesst auch nicht, für meinen Social Media Netz folgen. Alle Links sind unten in der Videobeschreibung. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video oder im Livestream. Bis dahin, haut da rein. Ciao.